Moin Moin und willkommen zu einer weiteren neuen Folge bei Enshrouded. So, wir haben schon mal ein großes Abenteuer hinter uns und jetzt machen wir eine kleine ruhige Folge. Und als nächstes wollen wir erstmal hier unsere Flamme stärken, damit wir die fünfte Stufe erreichen. Und wir brauchen noch ein bisschen Minzpilz sowie fossiler Knochen. Ja, den Rest hatte ich schon ein bisschen vorgeformt halt, was wir ja quasi so hatten. Und dann haben wir noch hier die restlichen NPCs, die wir noch nicht angesprochen haben. Warte mal, das müssen genau die zwei sein und die Bäuerin, ne? Genau, die müssen wir noch ansprechen. Und wir müssen noch unser Feld nochmal, ja, neu pflücken. So, ich würde erstmal sagen, wir bauen erstmal hier alles ab hier, ey. Ich habe so viele Erdbeeren, ich weiß gar nicht, wohin damit. Alles weg damit, alles weg. So, Indigo. Haben wir auch eine Menge gepflanzt hier. So, Flachs natürlich. Und davon brauchen wir echt ohne Ende. Weil das ist quasi auch schon ja, Endgame könnte man so fast sagen, ne? Ja, warum Endgame? Wofür wir Flachs brauchen? Das werde ich euch gleich mal zeigen. Weil wir davon richtig viel benötigen halt, ne? So, gut, warum brauchen wir Flachs? Wir brauchen Leinen, damit wir hier unseren Wasserbrunnen bauen können. Und da steht ja, wir brauchen 20 Leinen. Das sind 40 Flachs. Und ja, wir brauchen Steine auf jeden Fall. Und dann habe ich schon gesehen für die neue Rüstung. Das soll das hier sein, was wir bauen. Da steht noch zwar Bronze, Kohle. Aber hier brauchen wir auch Leinen, Leder. Okay, da sind wir noch lange entfernt. Aber hier brauchen wir auch noch Leinen. Hier noch Leinen. Hier noch Leinen. Das Problem wird, glaube ich, eher Leder sein, weil wir keine Ahnung haben, wie wir das verarbeiten. Und Bronzebahn müssen wir auch noch machen. Also da steht noch so einiges an halt, ne? Gut. Das kann erstmal weg. Ah, wir haben 17 Flachs und so, ne? Ah, Kamillen. Davon haben wir auch noch nicht so viele. Die müssen wir auch noch ein bisschen produzieren. Waldrüben haben wir eigentlich mehr als genug. Erdbeeren auch. Erstmal. So. Packe ich mal hier rein. Und die leckeren Erdbeeren. Die lege ich schon mal hier in der Truhe. Und dann müssten wir noch Bronze noch irgendwie herstellen, ne? Weil wir wollen noch hier und das erstellen. Dafür brauchen wir auch noch Leinen, Bronzebahn und Miasma-Holz. Und so wie unsere Spitzhacke braucht auch extrem viel Bronzebahn. Das heißt, wir brauchen 12 Bronze, ne? Ja. Ja, okay, das ist kein Problem. Leinen, keine Ahnung. So. Hier habe ich schon mal ein bisschen nachgefüllt. Wir brauchen Zinn. Holzsäure haben wir jetzt erstmal. Das ist ja nicht sehr schwer zu erstellen. Aber das Problem ist halt Zinn. Und das Problem ist, gibt wirklich 20 Zinnerze gleich ein Zinnbahn? Also das weiß ich nicht, ne? Das ist mir ehrlich gesagt sehr wenig. So, guck mal, da haben wir auch noch Bronzebahn, weil wir ja gefunden haben. Der Rest ist, ja, keine Ahnung, müssen wir halt noch gucken.
So, ich pack dich da mal rein, weil du ja Bronze bist. Du bist ja Kupfer, ne? Kupfer, du bist Bronze. Hier packe ich dann Zinn rein. Okay. Gut. Wir sollten auf jeden Fall noch Zinnbarren noch farmen. Und davor würde ich sagen, müssen wir erstmal Leinen noch hinzufügen. Wir brauchen das als Ernte. So, das sind Flachs, ne? Ja. Flachs, Flachs. Mach mal hier mal eine Flachsen. Okay, da haben wir auch noch ein bisschen Flachs. Auch nicht mehr so viel. Was habe ich hier eingestellt? Genau, Safran. Dafür brauchen wir das hier. Da müsste ich auch noch gleich mal gucken, wie wir das halt machen. Ja, die Story machen wir gleich, aber wichtig ist erstmal das hier. Wir brauchen Sand, fossiler Knochenstoff und Nitrat. Oh. Okay, das klingt nach einem Problem. Nitrat, das klingt sowas von Alchemie. Genau. So, wir wollen jetzt ein bisschen. Ja, einpflanzen, weil wir brauchen hier sehr viel davon. So, wie gesagt, heute wird das eine sehr ruhige Folge, weil wir nicht auf Abenteuer gehen. Es kann sein, dass wir ein paar Monster klatschen werden gehen müssen, wegen 10 Erz halt, ne? So. Und mit unserem Haus haben wir auch nicht so viel gemacht, weil wir immer nur auf Reisen gehen und so. So. Und da dachte ich mir, komm, machen wir heute mal eine kleine ruhige Folge. Okay, gut. Danach, danach. Ui, wir haben noch über 40 Stück, ne? Das ist viel, ne? Aber was soll's? Wir brauchen das Zeug halt leider. Für unseren Brunnen, für unsere Ausrüstung und keine Ahnung, was wir noch alles so benötigen. So. So, danach. Uch, so. Ja, genau hier. Da sind wir ja schon fast durch mit den Einpflanzen hier. Das ist schön. Okay. Jetzt noch drei. Zack. Und schon fertig. Da haben wir unsere kleine Flachsfarm. Aber auf jeden Fall müssen wir auf jeden Fall so ein richtig großes Bauernhof hier machen oder wie auch immer, damit wir hier richtig viel ja, einpflanzen können. Aber das Problem ist, Housing ist quasi Endgame hier. Um das zu vervollständigen, brauchen wir viel, 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 viel mehr an Dingen sind hier. Produktionsstätten, damit man überhaupt richtig erst anfangen kann. So, was wollen wir denn hier? Wir haben doch alles hier, ne? Ja. Okay, gut. Gut. So, dann schauen wir mal, was die Bäuerin möchte von uns. Almanach. Für Feldfrüchte. So. Emily Frey, die Bäuerin. Flammbrot, ich bin das Klima hier. Was? Ich bin das Klima hier noch immer nicht gewohnt. Die Dünen des Ödlands waren einst meine Heimat. Ich frage mich, was hier blühen könnte. Mit einem großen Almanach
der Pflanzen und Setzlinge können wir fantastische neue Feldfrüchte anbauen. Ich habe meinen in einem Lager zurückgelassen, als meine Karawane vor Gefahr floh. Könntest du ihn mir jetzt bitte zurückbringen? Oh, Fladenbrot! Und Ofen, ui. Okay. Dann müssen wir halt nur das hier machen, ne? So, zeig mal her. Wo ist denn Fladenbrot? Ofen, auch da. Dafür brauchen wir das hier. Ach du Scheiße. Was? Da ist noch was? Ach da, Ofen. Fladenbrot. Was brauchen wir dafür? Salz, Wasser, Mehl. Hä? Mehl. Wie kriegen wir denn Mehl her? Das heißt, wir brauchen Weizen, ne? Wo gibt es denn Weizen? Okay, du bist der Nächste. Ein schwarzer Kessel. Balthasar, der Alchemist. So, ein Alchemist ist nichts ohne seinen Kessel. Meiner ist vor langer Zeit in den Flammen aufgegangen, aber unsere liebe Emily Frey hat mir neue Hoffnung gegeben. Sie erzählt von Ikora, einer bemerkenswerten Magierin aus den Nomadenanhöhen. Sie ist wohl nicht mehr am Leben, aber wir könnten ihren schwarzen Kessel benutzen, um eine alchemistisch zu bauen. Emily Frey kann dir mehr darüber erzählen. Okay, das heißt, wir müssen gleich nochmal mit Emily reden und jetzt reden wir mit ihr noch einmal. Gerbereistation. Hör mal, ich muss eine Gerbereistation bauen, um Fälle zu kompensieren. Vielleicht hat ja jemand in den Nomadenanhöhen eine Wette. Das Kompensieren von Fellen und Leder ist in diesen sonnenverwöhnten Ländern viel einfacher, ohne diese Schneestürme, an die ich gewöhnt bin. Vielleicht haben Jäger aus der Gegend ein Rezept für eine Gerbereistation. Kannst du dich mal umhören? Catch you later. Digga! Was kriegen wir denn jetzt noch? Ui, neue Sets. Okay, Geschaut, Multiplikator. Okay. Das ist Fernkampf, ne? Ja. Ui, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Was braucht man denn hier alles? Ah, hier Leder, ne? Sprintgeschwindigkeit plus 1. Okay. Aber hier auch sehr viel Neinen und so. Okay. Emily, stimmt das? Ja, du hast nicht fest. Über Ikora. Ikora, ja, ich kenne sie. Sie ist zurückhaltend. Meint, dass andere Leute ihr die Energie rauben. Ich denke, dass sie einsam ist, aber sie ist eine Meisterin, wenn es um das Bauen von Tränken geht. Sie hätte ihren Laden im rauen Blick. Okay, da müssen wir hin, ne? Ich würde gerne mal ihre Arbeit bewundern. Angeblich kann sie mit Leichtigkeit jeden beliebigen Trank zaubern. Okay. Gut, 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 gut. Das heißt, wir haben jetzt drei weitere neue Aufgaben. Ne? Okay. Das kann ja was werden. Aber warte mal. Wir haben ja nur das. Das ist diese Begegnung. Da sind diese hier.
Aber wo ist der Rest? Ich finde es nicht auf der Karte. Was ist das hier? Achso, hier ist Raumblick, ja. Ah, das können wir von der Warte aus hier machen. Okay. Ist die Quest auch gesetzt dafür? Keine Ahnung. Der sagt mir was anderes an. Ja, warte mal. Wir müssen nochmal richtig gucken hier. Also einer ist safe. Das ist Raumblick. Das muss der Alchemie sein, ja. Alchemie? Du. Gerberstation. Den haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Den haben wir erkannt. Hier. Nee, das ist was anderes. Das ist die Quest von Schmied. Das ist Obelisk. Nein, nicht der Peiniger. Nee, ich finde ihn nicht. Wo ist denn der? Warte mal. Das war hier die hier, ne? Sprech mit den Schreiner. Oh, ich bin so dumm, ey. So. Jägerin aus den Nomadenanhöhen. Lustig, dass du fragst. Meine Tante Morwena kannte diese furchterregende Jägerin. Groß wie ein Berg. Lupa wurde sie genannt. Sie rang mit Vulkar, zähmte Drachen und trank auch gerne mal was. Tatsächlich hat sie einmal meine andere Tante Dwin, die Ältere, in Vollrausch verprügelt. Dafür kann sie in den Rabenblick Bergfried. Was? Dafür kam sie aus den. Achso, okay, da kommt sie her. Soweit ich weiß, hat sie das Tageslicht nie wieder erblickt. Okay. Das bedeutet. Ah, hier ist es so. Okay, dann haben wir hier die zwei. Oh, das ist sehr praktisch, ne? Hier kommen alle drei hier. Das ist schon mal sehr gut. Wir müssen ja eh hier dahin, ne? Wir brauchen Knochen. Wir brauchen Zinn. Wo war nochmal Zinn? Ja. Hier. Genau, das heißt, unsere Reise wird hier hingehen. Dann durch die Höhenpassage, da rein, Zinnerz. Ja. Das wird der Plan sein. Aber wir werden erstmal hier gucken gehen. Ne? Ja. Okay, gut. Naja, zum Thema ruhige Folge. Ne, es kommt wieder Action. Jep. Gut. Gut. Dann machen wir das mal. Wir gehen da hin, dann dort runter. Genau. Ah, stopp, stopp. Unsere Erholung, bitte. Warte mal. Ist doch nicht mal voll. So, jetzt aber. Gut. Okay. Jetzt sind wir, glaube ich, auch bereit dafür, ne? Gut, 200 Meters. Was bist du da auf dem Dingensberg, hier auf dem Felsen, ne? Was bist du denn da oben drauf? Ach so.
Du bist einfach ganz normal Pflanzenfaser. Na gut. Oh, ein besseres Miasma-Fläschchen. Was ist das denn? Sag mal her. Ui, 4 Minuten. Das ist ja nice. Okay, gut. Dann hätten wir das schon mal abgeschlossen. Ich werde da gerne mal gucken gehen, ne? Aber das lassen wir heute, weil das ist ja heute nicht unser Plan. Unser Plan ist natürlich hier, ne? So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ich glaube, ich würde mal unten landen. Ich habe keinen Bock, noch mal von oben da noch mal runter zu fallen und zu sterben, ey. Hopp. Gut, gut, gut. Davon brauchen wir auch noch ein bisschen was, ne? Wulski. So, wie viel haben wir denn jetzt abgebaut? 10 Stück. Oh. Okay. So, ein bisschen nehmen wir noch was mit. Ja, wir bauen noch nicht so viel ab. Wir brauchen halt eine, wie heißt mal, eine bessere Spitzhacke. Okay, wunderbar. Wir haben jetzt 21 Stück. Das sollte erstmal reichen. Gut. Genau. Rauenblick. Da wollten wir ja hin. Big Punkt löschen. Warte mal, was? Nein. Also er hat irgendwas anderes im Target. Okay. Rabenblick, ne? Bis Rauenblick. Genau, du bist das. Oh, die zerbrechen ja. Oh, was ist denn hier los? Krasse. Sogar die sind stärker als diese komischen verwesenen Dingern. So, und jetzt? Jetzt bin ich dran. Tja, und ich war stärker als sie. Oh, die Maya, das ist gut. Die brauchen wir auch. Was ist das für ein komisches Licht? Oh, es wird Nacht, ne? Okay, gut.
Hier haben wir noch Paprika. Nehmen wir mal mit. So, Position erreicht. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo sich das befindet. Nö, hier ist nichts. Ah, hier ist noch was zum Lesen. Toll. Hunger in der Dunkelheit. Ich bin verrückt geworden. Das weiß ich. Die jahrelange Einsamkeit hat mir den Verstand geraubt. Die Leere, der Schlund im schwarzer Kessel, lauernd, abwartend, sich drehend. Er vernebelt mir den Verstand mit seinem süßen, faulen Geruch. Er ruft nach mir, flüstert. Ich verstehe nicht, was er sagt, aber er weiß es. Er weiß, dass ich leer bin. Er ist auch leer, hungrig. Wir ähneln uns, Ikora. Okay. Bedeutet, dass der Kessel hier irgendwo in der Nähe ist? Was ist das denn? Ist ja noch mehr was zum Lesen. Das ist eine Kiste. Upp, ein Ritterhelm. Cool. Ich habe geschrien und die Leere hat geantwortet. Der Schlund war ausgehungert, als er meinen Namen rief. Einsam, sehnsüchtig, wie ich. Ich hatte keine Wahl. Und er wusste es. Gefangen zwischen Zähnen und scharf wie Rasiermesser. Meine Flanken zerschnitten und aufgerissen. Ich rutschte unter seine Zunge und drehte mich. Ich erstickte an seiner Wärme. Er hält mich in seinen Inneren fest. Wir sind gleich. Wir sind eins. Warum ist mein Fleisch hohl? Eine Grube? Ich bin eine leere Grube. Ausgewundert. Ich bin nix. Die Anwesenheit, die Leere, die wenigen, die vielen, alle. Der Abgrund selbst. Oh je, oh je, oh je, oh je. Warte mal, wieso sind wir im ersten Mal? Ah, oh, okay. Gut, das bedeutet, dass der Kessel dann hier oben ist, ne? Wir brauchen ja, glaube ich, keinen Wegpunkt setzen. Warte mal. Kommen wir da überhaupt so hin? Wenn nicht, dann müssten wir quasi wieder mit den Teleportern, ne? Wobei, das geht ja gar nicht. Wir würden ja eh nur bis dahin landen. Nee, wir sind hier schon richtig. Nördliches Karawanenlager. Mann, Mann, Mann. Heute ist aber echt was los. Expeditionsprotokoll Nummer 1. Seit sich unsere Karawane aufgeteilt hat, wird die Verzweiflung mit jedem Tag größer. Oh, ich wünschte, Königin Jesmina wäre noch hier. Ihre Anmut und Schönheit wäre jetzt Balsam auf unseren Seelen. Ich höre Laszlo jeden Tag in sein Zelt schlutzeln. Wir haben Hinweise auf Überlebende in einem Refugium der Flamme gesehen. Ein Umweg von einem ganzen Tag. Umsonst. Obwohl das Miasma ihnen immer näher kam. Wollten diese Narren uns nicht beitreten. Sollen sie doch zu ihren Erbauern beten. Wir werden noch schon sehen, wie lange sie überleben. Wir müssen weiter. Leuchtenstein scheint noch Ewigkeiten entfernt. Guck mal an, Zahl was. Oh, die sind bis nach Dingens hier gelaufen. Ja, und dann haben sie dort ihr Ende gefunden. So, wir haben nachts, ne?
mal, da wären Betten. Okay. Ja, wo geht's denn hier weiter? Ich sehe hier nur Felsen. Müssen wir dadurch das mir erstmal vielleicht? Oh. Naja, egal. Wir haben fast 12 Minuten Zeit. Das sollte kein Problem darstellen. Okay. Wir müssen mal schauen. Ah, oh, okay. Da kamen wir doch her, oder? Ja. Ah, da war uns so ein kleiner Spot, wo wir ihn erstmal auffreshen konnten. Okay, wir sind am Zielort. Ach, Level up. Okay, cool, danke. Oh! Da ist ja noch so ein Boss. Okay, dann machen wir den noch, ne? Aber der ist ja zum Glück sehr leicht. Aber... leicht, wir sollen erstmal puttern. Und jetzt machen wir ihn kalt. Neue Fähigkeit, der hat so ein Dingens hier, wa? Da kommen wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht rein. Aber wo sind diese kleinen Viecher? Oh mein Gott. Oh shit, oh shit, oh shit.
Kabumm. Okay. Und da ist der Kessel. Aber ist das die Kura gewesen? Oder wer weiß? Egal. Wir haben jetzt den Archimedtisch bekommen. Das bedeutet, wir können jetzt zurückkehren, ne? Sage ich mal. Wir könnten, aber wir holen uns noch mal eben kurz die Flamme hier. Falls wir sie finden. Wenn nicht, kehren wir einfach zurück. Okay, wir sind aus dem Miasma raus. Das ist sehr schön. Ja, das müsste da oben sein. Problem ist, wir können jetzt nichts sehen, ne? So, natürlich sehe ich auch nichts. Genau wie ihr. Was mache ich denn da? Oh nein! Oh mein Gott! Aber ich irgendeinen Bockmist hier baue ich ja schon wieder. Verdammte Kacke. So, jetzt nochmal in grün. Okay. Zack! Genau, das wollte ich erreichen. Wunderbar. Gut. So, dann holen wir uns noch diese Flamme. Die ist ja quasi auch in der Nähe. So. Hier haben wir schon mal den Spawner. Ach, ich sollte mal... Oh, das ist noch so ein roter Pilz. Okay. Ja, man kann actually nicht viel sehen, aber irgendwas ist da am Leuchten. Ich warte, bis die Sonne aufgeht, dann gucken wir mal weiter. Okay. Was ist Metallschrott? Metallschrott ist immer gut. Ich hoffe, der hat uns nicht gesehen, ne? Ah, ich hoffe, der hat uns wirklich nicht gesehen. So, was soll ich machen, Mann? Es ist einfach zu dunkel. So, hier müssen wir hin, ne? Was? Hey, ich habe mir doch eine Marke erstellt, oder nicht? So, genau, da. Die Frage ist, wie lange bleibt das jetzt hell? Dunkel. Ah, wir haben gar nichts, ey. Wir hätten uns mal echt mal eine Fackel basteln sollen. Aber das haben wir ja seit keine Ahnung wie viel Folgen nie gemacht. Aber gibt es hier eine Fackel, wo man einfach so mitnehmen könnte? Nein? Gut, komm her. Ja.
Okay. Oh, das ist noch die Mutter. Oh mein Gott. Nee, dafür haben wir nicht so viele Pfeile. Gegen sie möchte ich nicht antreten, weil die kann echt sehr gefährlich sein, vor allem im Nahkampf. Gut, aber hey, wir haben es geschafft. Es ist hell. Jetzt können wir doch mal weiterziehen und dann hier unsere nächste Flamme hier abholen, ne? Okay, gut. Dich kann ich löschen. Dich setze ich. Du bist nur 200 Meter entfernt, also musst du da irgendwo da oben sein. Oh, schau mal. Ah nee, ich glaube, da kamen wir her. Das ist doch die Stadt. Das ist Leuchtenstein. Ah, fuck. Na, was haben wir denn hier? Okay. Ein Vogelnest aus. Cool. Okay, was haben wir denn hier? Nur das. Warte mal. Na, komm. Wir sind ja nicht hier, um zu farmen, ne? Gut, wir müssen gucken, wie wir jetzt hier nach oben kommen. Ich hoffe hier irgendwo. Okay. Huch, was bist du denn? Ein Schlafplatz. Okay, cool. Aber sonst hast du hier nichts, ne? Doch, da oben. Okay, cool. Oh no, nicht rutschen, bitte. Wo genau steckst du? Standort ist unten. Okay, du hast Eier. Und du hast noch Felle. So, wunderbar. Problem ist, wo genau soll denn Dingens hier sein? Ah, genau unter uns, ne? Aber wo? Was ist das denn hier? Ah, hier ist eine Leiter. Okay. Ach so, da ist noch eine weitere Leiter. Wow. Also ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Aber das hier scheint wohl nicht der Ort zu sein. Sehr schade. Muss ich jetzt rätseln, wo es sein könnte?
Das könnte da sein, ne? Ah, da ist es doch. Okay. Öffnen. 300 XP. Wunderbar. So, wunderbar. Dann hätten wir das auch erkundet. Und dann, ja, würde ich mal sagen, jetzt gehen wir mal zurück. Okay. Gut. Baue einen Alchemietisch. So, mein Lieber. Ein schwarzer Kessel. Der schwarze Kessel ist perfekt, um damit einen Alchemietisch herzustellen. Er ist unerlässlich für die Arbeit eines Alchemisten. Überleg es dir, ja? Okay. Okay, cool. Können wir das einfach so erstellen? Warte mal. Achso, das haben wir schon hier, ne? Hier. Okay. Scheint wohl noch nicht so das Ding zu sein. Handwerk. Nee, ah, wer kann das denn erstellen, oder? Schwarzer Kessel, ja. Aber wir brauchen noch einen Alchemietisch, ne? Hm. Ja, nee, ich dachte, das ist eine Quest. Okay. Schreiner. Hä? Baue einen Alchemietisch. Ja, wie? Schmiede. Das. Das. Und bei Produktion haben wir schwarzen Kessel, Tiegel, Schreiner. Dann. Was ist das denn? Nee. Och du Heilige, es gibt sogar Obsidianerze. Okay, 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 okay. Ja. Wer hat denn das Rezept? Ja, Kollege, ich kann kein... Da, Alchemietisch. Boah, Junge. Okay, wir brauchen 5 Kupferbarren. Nägel, Holz und gebrannter Ziegel. Ui, 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 ui. Da müsste ich echt mal gucken, ob wir das alles haben. Kupferbarren. Machen wir 5. Warte mal. Ich bin auch blöd, ne? Hier. Anpinnen. Easy. Muss man sich nicht alles merken. Oh mein Gott, wir kriegen echt eins hin, Alter. Okay, das ist frech. So, wir haben das. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Nägel. Wir haben hier keine Nägel. Wir haben... Ich war hier Nägel? Warte mal. Holzbretter und so, ne? Uff. Guckt euch das mal an. Da habe ich ja mehr als genug hier, ey. Brandter Ziegel habe ich ja auch mehr als genug.
Jetzt fehlen uns quasi nur noch hier Nägel. So. So, ich denke mal, das sollte reichen. Und jetzt haben wir alles, ne? So laut Liste. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir alles. Wunderbar, wunderbar. Oh mein Gott. Das Ding ist riesig. Leute, Leute, Leute. Wir haben ein Problem. Wir müssen bald umbauen. Die Alchemie braucht bald seinen eigenen Kram. So wie die Jägerin. Weil die Sachen werden langsam hier ein bisschen zu groß. Und das muss ich leider erstmal wegnehmen. Nur um das hier zu hinzustellen. Warte mal. Moment mal. Okay. Wo ist dein Mörser? Da. Ja, dich packe ich mal hier hin. Okay, cool. Hast du eine Quest? Nein. So, was können wir jetzt damit machen jetzt? Wir haben nur diesen einen Rezept, ne? Wir brauchen Miasma, Missil, Wasser und Miasma Spuren, um das hier zu bekommen. Cool. Dann werden wir endlich mal diese Sachen hier los. Nee, du nicht. Du... Den Rest habe ich gar nicht mehr hier drin. Hm. Das ist komisch. Missil und erstmal Flüssigkeit. Okay. Schauen wir mal. Wir nehmen mal das hier raus. Wir nehmen das mal raus und wir nehmen mal das hier raus. Und Wasser sollten wir haben, ne? Ja. Davon nehmen wir mal 6 Stück. So, das, das und das. Ja, wunderbar. Funktioniert. Ja, da braucht nur ein Wasser, ne? Jeweils eins davon. Dat. Ja, perfekt. Okay, wunderbar. So, Leute, dann haben wir es geschafft. Oh mein Gott, die Folge ist ja massiv lang. Nur für einen Kessel hier. Ja, dann würde ich mal sagen, wir beenden unsere Folge hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Und dann werden wir als nächstes in Angriff... ja, was nehmen wir denn da in Angriff? Ja, ich denke mal eines von den beiden hier. Da müssen wir mal kurz auf die Karte schauen. Die Karte sagt auf jeden Fall hier, hier oder hier. Da wäre die Gerberstation und so weiter. Eieieiei, das wird ein langer Weg, ne? Das wird auf jeden Fall ein langer Weg. Nein, wobei. Wir haben ja hier die Warte. Wir könnten einfach so rüberfliegen, ne? Das würde gehen. Das würde gehen. Aber Leute, aber wir haben das andere Problem. Wir müssen auf jeden Fall unsere Dingens hier aufwerten. Wir haben immer noch nicht gesammelt. Was nicht so geil ist. So, ich werde jetzt mein Inventar aufräumen. Wir werden versuchen, weiter die Flamme zu stärken, indem wir weiter Materialien fahren. Jetzt fehlt uns quasi ja nur noch Minzpilzfleisch. Das ist ja nicht mehr viel. Und ja, dann geht die Reise auf jeden Fall in der Richtung hier weiter. Ne?
Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.